Okay, wir sind gleich beim nächsten Boss. Also, was ich euch noch vergessen habe zu sagen ist, in der Feuergruft gab es eine Stelle, wo sehr viele Menschen waren, aber diese Menschen waren irgendwie plemplem im Kopf. Also, wenn ich mit denen gesprochen habe, sagten die, du darfst nicht mehr hier raus. Oder, hau ab, es ist gefährlich hier. Und hier gab es auch eine Stelle, in der vierten Etage gab es, wie soll ich sagen, Schriftsteller, also Wissenschaftler, Forscher waren da und die haben gerade über irgendeinen Scheiß gelabert, wenn ihr wissen wollt. Die haben irgendwas gesagt, nichts Wichtiges. Und jetzt in der fünften Etage gibt es mehr Jungfrauen, die erzählen euch von einem Typen, also einem Monster, das einfach aufgetaucht ist und die erzählt uns. Ja, eine verdächtige Person habe ich tatsächlich gesehen. Ich erzählte ihr, dass in dem Raum eine Schatztruhe steht, die einen kostbaren Schatz verborgen hält. Und daraufhin ist der Typ Hals über Kopf hineingestürzt. Aber da hat er die Rechnung ohne mich gemacht. Jawohl! Ich habe hinter ihm die Tür verriegelt und ihn eingesperrt. Nur auf ewig können wir ihn auch nicht mehr festhalten. Nun könnt ihr nicht für uns fortjagen. Ich wusste, dass wir uns auf euch verlassen können. Da redest du? Ja, du magst Schwanzflossen nicht. Okay. Jetzt kommt der Boss. In der fünften Etage von der Höhle der Genese. Hahaha. Ihr kommt zu spät. Das Schwert ist mein. Und dank euch habe ich sogar den Weg nach draußen gefunden. Aber ihr kommt gerade richtig. Fühlt euch geehrt, denn ihr werdet die sagenhafte Macht des Schwertes zu spüren bekommen. Die Macht von Excalibur. Wieso hat er mein Schwert erhornt? Gilgamesh. Okay, ich habe auch Heilgar geholt. Heilgar und alles andere, was ich jetzt brauche für später. Mumm, so. Der muss eigentlich schnell sterben. Bisher war Rubikante das schwerste von den allen. What the fuck? So viel Schaden habe ich nicht gedacht, dass er jetzt machen würde. Wiege auf dich selbst mal und du machst dann Mumm auf ihn. Oder habe ich nicht gerade Mumm auf ihn gemacht? Okay, Wiege, heil dich. Gut so. Excalibur. Das war nicht dein Ernst, oder? Excalibur. Na klar. Hast auf ihn. Hast, komm. Diese Excalibur, kann das nicht aussprechen oder was ist sein Problem? Todessichel. Egal, zum Glück mache ich Proterra, das hilft mir auch richtig. Vielleicht mache ich auch mal Transport, damit ich auch mal ein bisschen ausweiche hier. Hast auf ihn. Der Schaden ist gut. Ah, Protest macht er jetzt auch auf sich. Wird ihm sowieso nicht helfen, weil er tot ist. Das hast du davon, du Hund. Genji-Fäustling erhalten. Ein Türschloss hat sich geöffnet. Und hier das Beste ist, man muss nicht wieder aus dem Dungeon raus wie den vorigen. Man kann einfach weiterschreiten. Es gibt in diesem Dungeon, also Höhle der Genese, 20 Etagen. In der nächsten gibt es 40. Naja, sehen wir mal. Warte, ausrüsten. Genji-Fäustlinge. Geheimnisvolle, robuste Handschuhe. Kann ich da immer gebrauchen, hallo? Kann ich da immer gebrauchen? Okay, speichern das ab. 74 bin ich. Und wir sehen uns beim nächsten Boss. Leute, ihr glaubt mir gar nicht, wie lange es dauert da und... Oh. Seid froh, dass ich das alles offscreen mache. Wenn nicht, dann hättet ihr locker 20 Parts mit Fails und alles. Die Monster sind leicht, aber die Dungeons sind kompliziert. Speichere mal kurz ab. Level 76, wie ihr seht, Geld maximal habe ich schon erreicht. Ein Eindringling, Eindringlinge? Vernichten. Das ist Atmos. Das ist der nächste Boss. Erstmal Proterra, du machst mal Folger. Okay, der Schaden ist nicht so beachtlich, aber naja. Also wie viel hat der wieder? 13.000 irgendwie hat der. 13.000, da muss ich... Wurmloch, da kann einer sterben. Seine stärkste Attacke ist Komet. Proterra, du machst mal Hast auf jemanden. Zum Glück habe ich den Bernd. Der macht ja genügend Schaden für alle. Ach du Scheiße.
Transpra, du machst dann Mumm auf ihn. Jetzt kommt der Schaden doch mal. Jetzt wird noch das verstärkt. Jetzt zeigt sich doch das endlich. Ach du heilige Kacke. Greif einfach mal an, du machst mal Mumm auf Bernd. Der müsste gleich sterben. Komet. Ist nie so schlimm. Weil er jetzt sowieso gleich sterben wird. Du machst wie drauf ihn und dann Angriff. Jetzt geht's doch los. Bis habe ich sehr wenig verloren. Ach, ich kann irgendwie dazu nichts sagen, außer Dummkopf. Mumm auf ihn. Heilung bitte. Danke. Komm doch, stirb endlich. Du mit deinem einen Schadenspunkt kannst du irgendwie kannst du nichts. Einfach mal angreifen. Ja, endlich das Tod. Und das war Atmos. Die nächsten Bosse, die jetzt kommen, sind die stärksten Bosse im Spiel. Riststab. Benutzt, um Flair auszuführen. Ja, kann ich ja behalten, ne? Naja, wir haben jetzt das Auge geschafft. Wir sind uns bei den zwei stärksten Gegnern. Okay, der dritte Versuch, gegen diesen Hurensohn-Boss zu gewinnen. Schon 1000 Jahre lang hat mich niemand mehr rausgeholt. Lass uns herausfinden, warum unser Stecker ist. Ja, okay. Das also seine. Egal, es bringt sowieso nichts. Er erkläre am Ende, wie ich das geschafft habe, gegen ihn zu irgendwie gewinnen. Das erste ist Proterra. Das nächste ist Hass auf ihn. Wieso musst du unbedingt sterben? Okay, so, so, und du musst Erzengel bei ihm schnell machen. So. Erdbeben trifft sowieso nicht. Sage ich ja. Er hat 35.000 LP, also dauert das noch eine Weile, bis ich ihn habe. Erstmal alles wieder okay werden. Angriff, Angriff. Proterra, du musst Hast machen. Auf ihn. Okay, gleich Helga. Oder Vitaga. Ja, Vitaga eher. Er darf nicht nochmal Bernd angreifen, da habe ich die Arschkarte. Vitaga. Hast auf Bernd. Ah, leck mich doch, verdammte Scheiße, nochmal. Leck mich. Ja, fick dich. Ach, Scheiße, Mann. Habe ich nicht irgendwas, was ich benutzen kann oder so? Was kann ich denn benutzen? So, Energiestoß. Du bist so ein Hurensohn-Boss, weißt du das? Komm, lebe wieder. Ey, jetzt muss ich Heilgar unbedingt machen. Er muss jetzt Erdbeben machen, da habe ich eine Chance zu gewinnen. Heilgar, Heilgar. Heilgar. Hast auf ihn. Ja, okay. Wenigstens haben es drei überlebt. Oh, jetzt muss ich ihn auch gleich wieder beleben, Mann. Angriff. Erzengel, wo bist du? So. Mumm auf ihn. Okay, gut. Das ist gut. Jetzt auf einmal macht er Erdbeben. Ist egal.
Der Kampf wird sowieso ein bisschen länger dauern, bis ich ihn habe. So geht's doch. Jetzt wird Mumm noch bei ihm gemacht, gut. Extra mal Heilra einfach mal machen. Oder Heilra, Heilra er. Du machst Hass auf ihn. Gut so, dass ich das aufgeheilt habe jetzt. Ich hätte, glaube ich, eher Heilra machen sollen. Ich glaube, ich mache danach Heilra. Heilra, du machst dann Mumm auf ihn. Egal, die leben alle noch. Gut, gut. Ach, der Boss wird so lange dauern. Ja, gut so. Irgendwie haben wir schon irgendwie 5000 Schaden bei ihm vielleicht gemacht. Dauert, da sind noch 30.000. Ich verpumpe die jetzt. Ich hasse dich, du scheiß Hurensohn-Boss. Okay. Ihr greift mal beide an. Du machst mal gleich Erzengel. Das sei sowieso keine andere Wahl. Okay, komm. Komm. Ja, jetzt auf einmal machst du so viel Schaden. Hör auf, Mike, bitte. Was soll ich machen? Also alles ist auf voll. Dann eher auf Vigra auf ihn. Du machst Hass auf ihn. Okay, das war gut, dass ich das gemacht habe. Keiner stirbt. Ach, der Kampf wird lange dauern. 5 Minuten sind vergangen, Leute. 5 Minuten sind vergangen. Okay, gut. Nein. Nicht den gleichen Fehler nochmal machen. Einfach mal heilen. Einfach so, ohne Grund. Bestimmt kommt gleich Energiestoß. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch, dass jetzt Energiestoß kommt. Ich wusste es doch. Mumm. Ich muss die jetzt alle buffen. Damit ich an irgendeine Chance ab. Warte mal, ich habe doch irgendwelche Items, die mich irgendwie stärker machen, oder nicht? Ja, das brauchst du. Warte. Nein, du greifst einfach mal an. Du machst mal. Halbiert magisch. Nein, Heilra auf. Ja, mal, warte. Soll ich jetzt Heilra oder. Ach, egal, ich mach Heilra und du machst. Hast auf ihn. Ich, okay, das war gute Wahl. Das war eine gute Wahl. Krafttrunk. Jetzt wurde sein Angriff auch noch stärker. Geheilt. Hast. So. Nein. Heilra. Mumm auf ihn. Oh, jetzt habe ich umsonst das verschwendet. Er will mich gerade verarschen, denn. Er will mich doch gerade verarschen. Ich habe doch gerade bei ihm Krafttrunk gemacht. Sein Angriffskraft muss doch. Egal, dazu sage ich einfach mal nichts. Einfach mal nichts. Er ist sowieso der zweitstärkste Boss im Spiel. Jetzt kommt noch ein stärkerer Huren zum Boss. Heilra. Hast. Heilen. Das ist gut. Jetzt auf einmal machst du so viel Schaden. Und du machst. Egal.
Helga, du machst mal Mumm. Ach, der Kampf wird lange dauern. Wieso gibt's keine Magie hier? Also Analyse. Wie viel hab ich schon bei ihm abgezogen, verdammt. So, so. Helga, du machst mal Mumm auf ihn hier. Nicht dein... Oh! Nicht dein Ernst, oder? Okay. Du heilst sie mal selbst. So, und du machst dann auch wieder Helga. Mumm auf Bernd. Ich hoffe, Mike hat überlebt. Ja, ist klar. Wenn ich das nicht gewusst hätte. Okay, Angriff. Du machst Erzengel. So, du machst Mumm wieder auf ihn. Ach, scheiße, Mann. Das wird ein langer, erschwerlicher Kampf. Warte, ist gerade Bernd Das ist nicht dein Ernst. Erzengel, du machst Mumm auf... Nicht auf... Ich mach doch jetzt gerade alles falsch. Was man falsch machen kann. Roterra. Okay. Warte mal. Ach doch, doch, Helga. Zehn Minuten sind vergangen schon. Erzengel. Er muss... Okay, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Nur Vivi. Luzi muss wieder aufstehen. Das ist mir gerade momentan wichtiger. Helga. Mumm. Wie viel LP hat der noch, verdammt? Und wieso ist das ein Roboter? Egal, Fragen über Fragen. Keiner kann mir die Antwort geben. Helga, du machst Mumm auf Bernd. Ich hasse dich, du Hurensohn-Boss, du weißt es nicht. Ey, dieser Kampf ist so mit Glück, wenn ich den gewinne. So dann mit Glück gewonnen, diesen Kampf. So richtig viel Glück. Items. Ach, Items brauche ich. Ja, das brauchst du. Du machst Mumm auf ihn. Oh, ich hasse dich, du Scheiß. Du machst da keine Energie. Ach, ist klar, Mike, Mann, ist klar. Helga. Okay, Mike ist tot. Und Saba hat die Zahl 666. Das sagt schon, dass es teuflisch ist. Dass der Teufel im Spiel ist. Und dass er nicht will, dass ich gewinne.
Ey, Bernd, wenn du jetzt stirbst. Okay. Ey, wie lange wird der Kampf nur dauern? Erzengel, so. Oh, der Kampf wird so lange dauern. Okay, glaube ich, bei 15 Minuten werde ich einen Cut machen und danach so lange machen, bis ich ihn besiegt habe. Und dann euch zeigen, was dann passiert. Ach, Mann, sonst würde das Video locker 30 Minuten lang gehen. Heilger, du machst Mumm auf ihn. Energiestoß. Heilger, gut. Ach, Mann. Heilger, du machst wieder Mumm auf ihn. Ist klar. Ist klar, Leute, ist klar. Ich glaube, der ist mein Haupttyp. Den benutze ich jetzt nur zum Schaden machen. Erzengel, du machst Mumm auf ihn. Du, dich werde ich jetzt benutzen, Bernd, als Schadens... Verkünder, so gesagt. Dich pumpe ich jetzt so auf. Heilger, du machst Hass auf ihn. Erdbeben. Ja, schön für dich, Mike. Heilger. Okay, das haben wir dann auch. So. Proterra, so gesagt. Und Hass auf ihn. Energiestoß. Okay. Okay, jetzt kommt der Schaden, den ich erwartet habe. So. Heilger, du machst wieder Mumm auf ihn. Wartet gleich mal. Wartet. Okay, ich habe ein bisschen vorgespielt und ein bisschen ihn geschwächt, aber jetzt besiege ich ihn. Jetzt muss ich ihn besiegen. Und ich habe Bernd so aufgepumpt, damit er sehr viel Schaden bei dem Gegner macht. Heilger. Mumm. Und jetzt kommt der Schaden noch viel stärker. Ja, du Bastard. Boah, mit der Taktik vom Spiel ist gut. Mystiker halten. Rüsten. Mystiker. Hä, wo ist Mystiker? Wer kann denn Mystiker tragen? Achso, das habe ich in der Gegend gefunden. Oh, warum trage ich das da nicht? Mystiker. Hä? Okay, nein. Ich bin so froh, dass ich diesen verfickten Bossfight geschafft habe. Mystiker. Von einem Dämon geweihtes Schwert.
Kann das nur ein Ninja tragen? Sag das bitte nicht. Weil ich ja kein Ninja. Ja, anscheinend schon. Ich habe keine Ninja. Schade, aber naja, ich habe diesen verfickten Bossfight geschafft und ja, ist klar. Ich will's nicht, aber... Egal, wir sehen uns beim den stärksten Boss im Spiel.